Hallo zusammen. Ihr habt das Problem, dass wenn ihr im Truckleader seid und auf die Navigation gehen wollt, ihr die Fehlermeldung erhaltet, ist kein Auftrag gestartet. Dann zeige ich euch jetzt, was ihr tun könnt, um das Problem zu beheben. Wenn im Truckleader das Symbol für die Navigation ausgegraut ist und ihr die Fehlermeldung, es ist kein Auftrag gestartet, erhaltet, kann dies mehrere Ursachen haben. Als erstes sollten wir prüfen, ob der Task-Controller aktiv ist. Hierfür schauen wir links bei den Apps, ob hier ein Symbol mit Block und Stift angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, gehen wir in das Service-Menü auf Plugins. Hier aktivieren wir dann den Plugin Isobus TC. Anschließend gehen wir auf den Zurückpfeil und starten das Terminal neu. Nach dem Neustart sehen wir nun links das Symbol für den Task-Controller. Sollten wir jetzt immer noch die Meldung erhalten, es ist kein Auftrag gestartet, sollten wir den Arbeitsmodus im Task-Controller überprüfen. Hierfür gehen wir in den Task-Controller und dann auf Einstellungen. An zweiter Stelle seht ihr nun den Punkt Arbeitsmodus. Möchtet ihr mit ISO-XML-Aufträgen arbeiten, muss Erweitert ausgewählt werden. Um in die Navigation zu gelangen, ist es im erweiterten Modus jedoch erforderlich, einen ISO-XML-Auftrag zu starten. Möchtet ihr ohne XML-Aufträge arbeiten, wählt ihr hier einfach Standard aus und bestätigt dies. Wenn ihr nun wieder in den Truckleader geht, könnt ihr die Navigation wieder ganz einfach starten. Ich hoffe, ich konnte euch das Vorgehen verständlich erklären. Wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt, dann meldet euch bitte bei uns. Wir regeln das. Bis dahin, ciao!